rechtfertige das Gleichgewicht der Masse m. Diese Masse m wird von der Erde angezogen mit dieser Gewichtskraft g. Mit dieser Kraft g drückt die Masse m auf den Tisch. Der Tisch bewegt sich aber nicht und verformt sich auch nicht und demzufolge durch das dritte Gesetz der Dynamik reagiert der Tisch mit dieser Reaktionskraft, die dieser Aktionskraft genau entgegengesetzt wirkt. Um das besser zu sehen, zeichnen wir die zwei Kräfte mit demselben Ursprung. Es gilt Aktionskraft G plus Reaktionskraft R ist der Nullvektor. Das sind die zwei Kräfte, die auf diese Masse M wirken und ihre resultierende ist gleich Null. Deshalb bewegt die Masse sich nicht. Deshalb ist sie im Gleichgewicht.